Hallo, sorry für die Qualität am Anfang. Ich habe irgendwas verkackt. Aber Video trotzdem übergeil. Ich habe wieder Spaß am Beats bauen. Endlich! Ich habe auf diesem Kanal viele Videos hochgeladen, wie ich den Spaß an Musik verloren habe. Das lag vor allem an den Fließband-Beats, die ich gebaut habe. Das heißt, ich habe mir viele Samples runtergeladen und dann immer mäßig die gleichen Drums drauf gemacht. Das mehrfach am Tag und einfach nur, um Beats fertig zu kriegen. Aus diesem Grund habe ich monatelang auf diesen Prozess verzichtet. Ich habe legit fast seit einem Jahr kein Sample mehr benutzt und diese Art von Beats bauen habe ich komplett aus meinem Kopf gestrichen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, was wäre, wenn ich das mal wieder ausprobiere? Genau das und meine Reaktion darauf seht ihr in diesem Video. Es war zu krass. Ich hatte wirklich Gefühle in mir, Bro. Ich kann die gar nicht beschreiben. Die wollte ich einfach mit euch teilen und euch diese positive Energie mit rausgeben. Ich hoffe, ihr enjoyt dieses Video genauso wie ich. Was geht YouTube? Mein Name ist Selma. Ich bin Fulltime-Produzent bzw. Musiker. Und auf diesem Kanal stelle ich dir alles vor, was rund um mein Leben passiert. Wenn dich so ein Content interessiert, abonniere unbedingt den Kanal. Aber als erstes musste ich mir natürlich mal ein Sample suchen. Okay. Wir checken das mal aus. Alter, hab ich das lange nicht mehr gemacht, so ein Sample gechoppt und shit. Digga, ist ja geistig. Wie lange habe ich keine Beats mehr gebaut? Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Alter, gleich baue ich die größte Grütze. Okay, und natürlich Drumkit, was wir usen, obvious. Selma's Dash Drumkit so. Ihr wisst, wie es läuft. Oh, guck mal, was ich hier liege. Oh nein, was ist das denn? Tschüss, wo bin ich denn da gerade dran? Das ist aber eine Sache für einen anderen Stream. Die Atzen im Stream haben es als allererstes gesehen. Ich hoffe, ihr seid ready. Ich arbeite momentan unfassbar viel an diesem Kit. Und das One-Shot-Kit wird mindestens genauso krass wie das Drum-Kit. Ich hoffe, ihr seid hyped, weil ich stecke wirklich wieder so viel Liebe und Zeit da rein. Ich bin unfassbar gespannt, was ihr sagt. Ich kann hier noch kein Datum liegen, aber es dauert nicht mehr so lange. Knallt die Kommentare voll, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr das Drum-Kit habt, kriegt ihr vielleicht Prozente auf das One-Shot-Kit. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst gerne mal ein Like da. Alter, hab ich lange FA nicht mehr benutzt. Bro, that shit crazy. Aber auch krass, ey, wie das einfach drin ist, so, ne? Also, so, das werde ich nie wieder vergessen. Ey, Chad, dieses Drumkit ist zu krass. Ich sag, wie es ist. Wenn ihr das nicht habt, ihr seid dumm. Dazu möchte ich noch ein, zwei Worte verlieren. Ich habe in diesem Stream das Stash Drum Kit seit langem mal wieder benutzt. Also als ich das gemacht habe, habe ich das natürlich viel verwendet so und damit Beats gebaut, getestet und verbessert. Aber in diesem Stream gestern ist mir nochmal klar geworden, wie unfassbar stolz ich auf dieses Kit bin. Es ist wirklich so gut geworden. Ich wirklich das beste Stash Drum Kit auf dem Markt. Und deswegen will ich euch das hier nochmal ans Herz legen. Der Link ist in der Beschreibung. Holt euch das Kit doch gerne, falls ihr es noch nicht habt. Und wenn ihr euch die Deluxe-Version holt, ist es auch noch unfassbar günstig. Ihr zahlt 14 Cent pro Sound und es gibt keine Filler-Sound. Jeder Sound ist krass, jeder Sound ist das beste Industry-Level und ihr könnt damit Beats bauen wie eure Lieblingsproducer. Zudem, ihr kriegt Prozente auf das One-Shot-Kit, also lieber nochmal schnell zuschlagen. Oh mein Gott, Beats bauen ist ja so cool. Bro, ich habe so lange keine Beats mehr gebaut. Ich habe gerade so Spaß, Digga, das ist krank. Ich habe noch nichts gemacht, oder ich habe Spaß einfach. Digga, wie lange hatte ich Spaß beim Beats bauen? Das ist schon ewig her. Oh mein Gott, ist das geil, dass die so... Jungs, Digga, hä? Ich bin in den Stream gegangen, ich hatte schlechte Laune irgendwie. So, weißt du, der Song läuft kacke und so shit und so. Bro, Digga, hey, oh mein Gott, lass Banger machen, let's go. Ey. Oh mein Gott, Chat. Ey. Digga, wie lange hatte ich keinen Spaß mehr beim Beatspawn, Bro? Oh, es ist ja so geil, Digga, ich lieb's. Mach das weg. Wir geben noch irgendwie so ein Perk-Shit und dann machen wir noch ein paar Rolls. Mach mal Love 808, Digga, Love 808 könnte krass kommen. Digga, ich weiß gar nicht, wie man Beats bauen kann, Alter. Bip, bip.
das etwa der selber mit Cooking Stream, oder genau so? Und es ist so f***ing krass. Ich hatte so unfassbar schlechte Laune. Was heißt schlechte Laune? Kennt ihr das, wenn ihr einfach so ein bisschen so low-key depressed, mute, mood, so auf den so ist? So, aber jetzt, ich gehe in den Stream, ich denke so, boah, ich hab mal wieder Bock, Live-Beats zu bauen. Und ich baue jetzt ein Beat und es macht auf einmal so Spaß, Bro. Hä? Wie lange habe ich keine so Beats einfach gebaut? Auf Sample, einfach auf schnelle Welle, ein paar Drums drüber zaubern. Bruder, es macht ja so Bock. Es ist so geil, Alter. Digga, wie hart, Digga, ich lieb's! Wieso hab ich damit jemals aufgehört? Alter, lass Arrangement machen! Digga, ey, Bruder, wie lange ich... Alter, wie lange hab ich das nicht mehr gesagt? Wisst ihr, ich brauchte irgendwie einen Grund, wieder anzufangen, Beats zu bauen. Ich sag immer Beats bauen. Ich habe ja Beats gehört, die jeden Tag Mucke gemacht. So viel wie noch nie gefühlt. Aber halt nicht so dieses, ich lade mir ein Sample runter, knall da ein paar Drums runter und schick das Ding raus. So, weißt du, das habe ich halt seit einem Jahr nicht mehr gemacht. So. Und ich brauchte irgendwie so einen Grund, wieder anzufangen, so low-key. Und dann dachte ich so, ja komm, gehst du einfach live, so weißt du, machst ein bisschen was, bisschen hier dies, das, Ananas. Dann wird das schon. Ja, so ist geil. Drop maybe so. Oh mein Gott, habe ich das lang nicht mehr gemacht, Digga. Chat, das ist ja geisteskrank. Und ich kann immer noch alles, Bruder. Ich werde das nie verlernen. Weißt du, wenn ich 20 Jahre kein FL benutze, ich liege 20 Jahre im Koma, Bruder, ich stehe auf, ich soll FL benutzen. Es klappt, ich bin mir so sicher. Hier. Auch hart. Banger Chat. Das Turbo hart, Alter, let's go! Das ist das erste Mal, dass ich den Sample benutze, like for months, for real. Das war's mit dem Video, einfach mal ein simpler Cook-Up. Ich hoffe, ihr habt es genauso enjoyed wie ich. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich glaube, ich finde das Video richtig geil. Ich hatte auch so Spaß beim Gucken. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns demnächst wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.